Einen wunderschönen guten Tag. Dürfte ich Sie kurz fragen, was ist das für ein Protest? Mit welchem Ziel stehen Sie hier? Wir stehen hier, weil wir sehr empört waren über die Äußerungen von Friedrich Merz im Sommerinterview, was auf kommunaler Ebene die Nähe zur AfD betrifft, das ist die Zusammenarbeit zur AfD. Kurz vorher, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, hat ja auch Herr Aiwanger von der CSU ein Interview gegeben, was unsagbar war. Fällt mir dazu einfach gar nicht ein. Und wenn man dann Magdeburg dazu nimmt, und wir hatten einfach das Bedürfnis, wir müssen hier wirklich mal wieder Stellung beziehen und sagen, Leute, so geht es nicht. Und genau, während den Anfängen, die Prozentzahlen 1933, die waren nicht so hoch von den rechten Parteien, wie sie jetzt inzwischen hier prognostiziert werden für die AfD. Und was sowohl Herr Höcke wie auch andere auf dem Parteitag jetzt gesagt haben in Magdeburg, da waren so viele volksverhetzende Sachen dabei, es waren, dass einem eigentlich die Spucke wegbleibt, dass irgendwie kein Mensch von den etablierten Parteien dazu Stellung nimmt. Und dass solche Sachen passieren, sieht man ja auch, wie ja leider auch festgestellt wurde im Backnang von den Grünen, dass die mit den AfD-Kandidaten einfach mal ein Bier trinken gehen und dass die die Anträge von denen unterstützen. Das geht nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sie stehen vor der CDU-Zentrale in Berlin und der CDU-Bundesvorsitzende Merz hat ja seine unsägliche Äußerung in dem ARD-Sommerinterview teilweise wieder zurückgenommen. Reicht Ihnen dieses Dementi oder diese Distanzierung nicht? Nein, ich glaube ihm die auch nicht. Also er rudert jetzt zurück und weil er Gegenwind bekommen hat, auch aus den eigenen Reihen teilweise. Aber ich glaube ihm das nicht und man merkt ja auch an anderen Sachen. Ich meine, wenn man mal überlegt, der Nachwahlkampf hier in Berlin, was die CDU da für Plakate hatte, auch die waren teilweise sowas von ausländerfeindlich, diskriminierend gegenüber anderen Bevölkerungsschichten. Die CDU ist durch und durch, ist sie weiter nach rechts gerückt. Wenn ich was dazu sagen darf, Das war sie schon lange. Wenn ich da an Roland Koch erinnere, Kinder statt Inder, das war schrecklich. Ja. Oder Merz hat auch schon mal von den kleinen Paschas gesprochen im ZDF. Oder jetzt auch, glaube ich, Hermann, auch in der CSU, hat gerade auch was Unsägliches gesagt, von Ungeziefer gesprochen. Genau, also das der ist, Name fiel mir nicht ein, da hatten wir vorhin schon drüber also gesprochen. Das ist ja nicht erst seit Kurzem ne, dass die auch ziemlich rechts ist, die CDU. Ja. Wenn ich noch mal kurz auf Magdeburg zu sprechen kommen darf, da sind ja noch rechtere Führungsfiguren auf die ersten Listenplätze gewählt worden. Also ist das praktisch nochmal ein rechtsextremerer Ruck als zuvor schon, der in Magdeburg passiert ist? Also ich habe einen Teil mitbekommen, ich habe einen Teil der Reden gehört und habe dann auch gelesen, was der Verfassungsschutzchef sozusagen der Heidenwang, genau, gesagt hat. Ja, der rechtsextreme Flügel in der AfD hat absolut das Sagen inzwischen. Also da ist auch keine gemäßigte Stimme mehr dabei und das macht richtig Angst. Also weil es ist ja so, wir haben nun mal eine schwierige Zeitsituation. Es gibt unglaublich viele Probleme auf unglaublich vielen Ebenen und wenn eine Partei wie die AfD das ausnutzt, das ist brandgefährlich. Und wenn dann die anderen Parteien wie die CDU oder auch die FDP glauben, indem sie Positionen von denen auch rausblasen sozusagen, würden sie die rechten Wähler wieder zurückgewinnen. Das ist Quatsch. Die werden immer das Original wählen. Ich möchte noch eine konstruktive Frage stellen. Also was ist jetzt möglich zu tun gegen diesen Aufwind der AfD, also die gewinnen bei den Umfragen immer mehr Prozentpunkte. Was kann man konstruktiv tun? Also jetzt so gesellschaftspolitisches Engagement wie Sie heute hier oder was ist noch möglich, um dem entgegenzuwirken?
schwierig. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Ja. Wer darauf die Antwort hätte, wäre jetzt gerade der groß gefragt. Genau. Ja, nein, ich denke, wichtig ist einfach Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und ja, man sollte versuchen, die Bevölkerung, die verunsichert ist und Angst hat, auch wirtschaftlich Angst hat, natürlich mitzunehmen. Aber gleichzeitig zu vermitteln, die Zeiten haben sich geändert, manche Sachen gehen halt einfach auch nicht mehr. Und das muss nicht unbedingt Verzicht sein, sondern das ist einfach eine andere Lebenseinstellung, anderer Lebensstandard. Also man muss alle Entscheidungen, das müssen die etablierten Parteien eben machen. Sie müssen die Entscheidungen, die sie treffen, gut kommunizieren. Und da hapert es oft ganz gewaltig. Und wir versuchen halt immer durch unser Engagement, wir versuchen aufzuklären, wenn wir Infostände machen. Wir haben Omas, die gehen in Schulen rein und klären auf über die Geschichte und so weiter. Das ist manchmal wahnsinnig anstrengend. In Berlin sind wir noch, ich sag mal so ein bisschen in einem goldenen Käfig. Aber wenn ich ans Umland denke hier, da ist das schon ein echter harter Kampf. Und viele haben eben auch Angst, sich zu äußern, weil sie auch eingeschüchtert werden. Also es wird, ja, ob das gut ausgeht, keine Ahnung. Nochmal vielen Dank für Ihr Engagement und weiterhin Gerne. Viel Erfolg. Danke. Und dass Sie hier stehen. Dankeschön.